Immer nur Scherereien, ey. Mit den Fernkämpfern jedenfalls. So, ihr könnt noch ein bisschen weiter buddeln hier. Falsche Ebene. So. Hier wären oberhalb noch ein paar Räume, aber... Nö. So, von hier aus müssten wir dann da unten aus lang kommen. Jo. Also können wir nachher den Raum hier erstmal zum... zu unserem... Außenposten machen. Deswegen baue ich den auch einfach mal ein bisschen aus, dass wir hier mehr Platz haben. So. Und ich schnapp mir mal einen der Bergarbeiter-Zwerge, dass er hier die beiden... was? Blöcke ausbuddelt. Jetzt aber. So. Zurück zur Armee. So, und ich kann den Raum schon mal behelfsmäßig etwas einrichten, indem ich drei Betten und den Tisch dort drüben wieder aufstelle. Wo ist mein Bauarbeiter jetzt gelandet? Da. Du musst mal hier raus und mir da noch ein neues Bett hinsetzen. So. Und eigentlich reichen hier fast schon drei Betten. Das da könnte ich verkaufen erstmal. Und ich merke gerade, ich habe sehr viel Holz. Und mit sehr viel Holz kann ich hier das Loch langsam schließen. Da muss ich nur noch irgendwann das Loch hier oben schließen. Was dauern könnte. So, hier noch die Reihe und dann die da schließen. Dann das da. Also hier brauche ich noch 7, also 1400 Holz. Und ich kann immer noch nicht die besseren Holzpflanzen, oder? Nein. Natürlich nicht. So, ich schnapp mir mal meine Bergarbeiter. Bergarbeiter, Bergarbeiter, Bergarbeiter. So. Schnapp mir den Tisch, dass sie essen können. Und lass sie erstmal den Raum vergrößern. Hier ist es eigentlich genau wieder dasselbe Schema F. In beide Richtungen buddeln, solange es geht.
zwei Punkte. Geben wir mal das dann noch. Dann haben wir hier alles erforscht. Jo. Also auch die Arbeitsgeschwindigkeit. Als nächstes müssen hier Offensivstrategien und Gelehrtenspezialisierung her. Und ich versuche mich erst einmal daran, das obere Tor zu schließen, dass wir hier drüben fertig sind. Und ich hätte vielleicht das Bett nicht verkaufen sollen, sondern hier drüben aufstellen. So. Weil meine Forscher haben ihre eigenen Betten. Hier. Meine... Ja, die Betten hier sind eigentlich hauptsächlich für Arbeiter und, also für die beiden Arbeiter und den Handwerker reserviert. So, in der Richtung ist immer noch nichts, also graben wir da ruhig weiter. Solange wir nicht auf irgendeinen Raum stoßen, so wie den hier. Brauche ich mein Militär noch nicht hier rüberholen. Und so wie das klang, hat er es schon mal geschafft, ja, eine Trainingspuppe einzureißen. Ja, 7 Trainingspunkte kriegen wir später, wenn wir sie brauchen, ziemlich schnell zusammen für Puppe zum Üben. Fallen sind dann eher das Problem. Zumal ich hier ziemlich große Wege jetzt freigebuddelt habe. Ja. George! Also ja, in die Richtung scheint es nichts zu geben. Alle Bergarbeiter sind jetzt müde mittlerweile. Holz kommt rein. Gold sieht ein bisschen mehr aus. Aber da werden sie ja sicherlich auch noch was finden. Und ja, diese Seite hier führt wohl ins Nirvana. Das war wieder eine Etage zu hoch. Ah ja, da ist wohl Ende im Gelände mal wieder. Aber wir können ja noch die obere Schicht auspuddeln. Vielleicht sind da Rohstoffe versteckt irgendwo. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, wieder zwei Blöcke setzen. Und ich glaube, ich werde dann irgendwann mal hier grün, alles grün zupflastern. Und die Löcher im Labor später stopfen. Und tatsächlich, wir haben Stein gefunden hier. Nicht viel, aber ein bisschen. Obwohl, da waren sicherlich noch mehr Steinvorräte. Okay, was sagt das Militär?
denke mal, das Militär ist bereit für einen neuen Schlag gegen den Feind. Und zwar müssen wir dazu hier durchbuddeln. Jo, er geht auch gleich da durchbuddeln. So, als nächstes tue ich mir die Offensivstrategien. Oh, oh, Backe. Das könnte übel werden. Ja gut, wenn sie sich einzeln rausporten, dann geht das eigentlich. Vor allem, wenn sich alle auf einen konzentrieren und sie nicht auf mein, und sie sich von meinen Bergarbeitern ablenken lassen. Nein, das ist nicht gut. Okay. Pause. Wir bringen erst die Bergarbeiter in Sicherheit. So. Dann bringen wir das Mobiliar in Sicherheit. Ja. Leave me alone. Da müssen wir gucken, dass wir unsere Zwerge, unsere Krieger in Sicherheit bringen. Okay. Hä? Ist etwa einer gestorben jetzt gerade, nachdem ich ihn wegteleportiert habe? Ja. Mist. Oh, du siehst fit aus, Gelehrter zu werden. Diesmal hat es einen Fernkämpfer erwischt, glaube ich. Ja, hat es einen Fernkämpfer erwischt. Das ist doch alles doof. So. Tisch. Du kannst da drin lernen und dann bauen wir halt hier noch zwei Trainingspuppen auf. Wir haben kein Gold mehr, weil ich gerade eben alles Gold ausgegeben habe. So. Das reicht aber noch nicht aus. Toll, da wäre Silber. Ein bisschen Silber. Und der portet sich zu unserem Zeug hoch. Ah, das ist auch nicht so toll. Also bringe ich das Zeug auch mal in Sicherheit. Von dort aus. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da zwei von den 14ern drin sind. Mit einem wäre ich noch klar gekommen, aber zwei...